So Leute, es ist sehr lange her. Rio wird es nun nicht mehr selber aufnehmen, weil es einfach nicht mehr geht. Sein Emulator speichert nicht mehr ab. Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 5. Hey Leute, freut mich wieder mal wieder dabei zu sein. Du bist mal in irgendeiner Aufnahme mal wieder dabei zu sein. Gut wieder da zu sein. Und ja, wollen wir nicht dann mal weitermachen. Ich kann es halt nicht aufnehmen, Leute. Dann muss ich sagen, sorry. Falls ihr bei mir das gesehen habt, aber geht halt schwer, weil das Spiel speichert nicht. Emulator will halt nichts, halbwegs nichts. Und selber auch nicht hin. Und es ist alles schwarz! Wurscht. Ah, die Skype-Übertragung sagt teilweise echt. Ja, es ist Skype, man kennt's ja. Ja. So, Final Adjustments am Sound. Wobei, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind in Higgsbeaks Shop. Also wir sind direkt beim Eichhörnchen gewesen, da haben wir den Navi in Anführungsstrichen gerettet. Es war ja nur ein Test. Bei mir war es halt Shinobi Man und bei dir war es halt Inverna. Der Helikopter. Der Helikopter, ja, der Schub-Schub. Ja, der Helischrauber, der Hubkopter, wie auch immer. Schub-Schwupp. Ja, und hier haben wir Tixby Shop, hier kann man Battle-Chips kaufen und auch eintauschen in der Roulette-Maschine. Das habe ich einmal gemacht, ich habe ganz nette Chips rausgekriegt. Ich habe das, glaube ich, so oft gemacht, bis ich gesagt habe, okay, passt, ich habe ein Deck fertig. Ja, und ich glaube, wir sollen schon wieder an Lands PC, wobei, das kann ich ja nachsehen. Wir müssen zu dieser eine Quarantänezone, wo, glaube ich, Shade Man war oder Iceman, ich weiß, also dieser Schneemann. Ja, das ist Snowman. Snowman, genau, Snowman war's. Ich bin mal gerade unsicher. Was ich halt cool finde, du hast ja Proto, weil ich hatte ja den Kernel, nur das Problem ist halt dran, es hat sich ja in gewissen Sachen unterschieden, das Spiel, das wollten wir euch ja eigentlich zeigen. Was halt nicht funktioniert, ich kann nicht speichern. Ah, da ist er eben. Ah, passt. Protoman, da bist du ja. Warum hast du Lance Homepage-Zugang gesperrt? Komm mit, es wird sich alles erklären. Ich glaube, das habe ich noch gemacht, bevor wir aufgehört haben. Da bin ich mal unsicher. Ja, ich meine, bei dir war das ja nicht. Du hast ja nicht die DS-Version gespielt. Ja, stimmt, da hatte ich ja das Ganze nicht. Ja. Du hast also, also folgen wir Protoman und das steuere ich nicht mal, Leute. Ich schätze mal, der Witz dran ist irgendwie dran, in der DS-Version hast du so viele Sachen, die du, also so wenig Vorteile, wie du in dem Spiel hast, also du kriegst hier viel mehr Sachen. Ja, wir haben das ja schon durch, das ist das Party-Battle-System, das er hier vorstellt. Damit kann ich, damit kann ich Daten von meinen Kollegen einfach abspeichern und die kann ich dann mitten im Kampf nutzen, es sei denn, ja wirklich, es sei denn, irgendwelche äußeren Umstände verhindern das, wie zum Beispiel die Magnetströme in den Bohrrobotern. Und nein, das nehme ich nicht. Ich habe lieber den stylischen Protoman hinter mir, obwohl, warte mal, ich kann Magnetman nur ruhig übernehmen. Magnetman ist nicht so prickelnd, meines Erachtens. Ich würde Protoman eher lassen. Oh, du kannst zwei nehmen! Okay. Ich sag nichts, okay, das ist... Wo ist eigentlich der dritte? Den müsstest du eigentlich jetzt auch haben. Nee, noch nicht, den habe ich... Den kriegt man erst, wenn man in einem Kampfgebiet mit ihm war. Ja, Navi aus war verlassen. Jetzt habe ich einen fetten Tank hinter mir und Protoman. Yay. Da hast du was dann halt jetzt um einiges einfacher, als ich es gehabt habe. Beep, beep. Also ja, you got mail. Sie ist schon short. Ich lese ihn mal vor. Es gibt immer noch Nebula-Agenten in der Orange Zone. Mach dich sofort auf den Weg dorthin. Das Netzwerk in der Orange Zone ist jedoch instabil. Du wirst dich nicht von der Orange Insel einloggen können. Geh deshalb über die ACDC-Zone. Hell yeah! Ende der Nachricht. Die Nebula versuchen erneut die Orange Zone zu besetzen. Beeilen wir uns, Lan. Jo klar. Das kann mich noch erinnern. Da bin ich davor gestanden und so, hey, wo bist du eigentlich? Ich bin noch immer bei irgendwas anderem. Shit. Ja. Programm Gehilfe. Hilfe, das war ein Wortspiel. Wie auch immer. Gehen wir mal auf den netten Navi. Und... Ach Mist. Ich glaube, ich müsste mir das Spiel wirklich mal wirklich unter den S wieder kaufen. Weil ich würde es halt suchten. Ich würde halt wirklich die Kernel-Version suchten. Ja. Vielleicht werde ich mal irgendwann mal einen Grab... Weißt du, wie viel so ein Grab für ein 3DS kostet? Weil das interessiert mich, Leute. Wenn ihr das wisst, Ich glaube, das könnte sowas nämlich 50 Euro sein oder so etwas. Es kommt drauf.
Du brauchst aber auch ein Gerät, mit dem du es aufnehmen kannst. Aber da du ja, glaube ich, dieselbe TV-Karte hast wie ich, das wird nicht das Problem sein. Okay, spezielle Items. Ja, das sind die ganzen Karten. Ja, was man dann auf dem unteren Screen sieht, das sind dann die ganzen Karten. Hm. Und nein. Ah ja, wenn sich jetzt die Leute fragen, was mache ich jetzt eigentlich zusammen mit meinem YouTube-Kanal? Also generell... Gar nichts. Ja, gar nichts. Ich schaue mal die Leute an, die ich abonniert habe. Und sonst eigentlich nichts. Ich habe eigentlich vorgehabt, nicht wirklich mehr zu Let's Playen und habe eigentlich überlegt, mir etwas anderes zu überlegen. Weil Let's Playen nach einer Zeit wird's halt irgendwie... Stumpf. Ja, stumpf. Einige Leute taugt's halt. Also einige Leute finden das halt immer noch gut. Ich meine, als Gegens bin ich halt so der Typ, ich kann nicht ein Spiel die ganze Zeit spielen. Ich muss wirklich viele verschiedene machen. Darum habe ich mir überlegt, ob ich nicht sowas wie, keine Ahnung, ein Sneak Peek auf Games mache. Was ich habe Klartext, halt... Es heißt im Klartext einfach, er guckt kurz auf die Spiele drauf und zeigt, was man nach so circa einer Stunde erreicht. Ja, circa, außer du kannst das Spiel halt wirklich in einer Stunde durchspielen. Also, Sneak Peek technisch sowas wie die ganzen alten Super Nintendo Spiele... zu meiner Stunde mal reinschauen, viele verschiedene Spiele euch mal einfach zeigen, was alles drauf ist. Das ist so der Plan, was ich halt vorhabe. Ob es jemandem gefällt oder nicht, ist eure Sache. Das ist halt das, was ich eher machen würde. Du wirst getroffen, oder? Ja, wurde ich. Ha. Witzigerweise hat sich Protoman eingeschaltet. Wie war das? Ich wurde gelöscht. Nein. Nee. Epischer Spruch von mir jemals und es hat dieses Projekt praktisch eingeläutet. Ich meine, ich habe eine Woche später dann angefangen, den ersten Part hochzuladen. Mhm, genauso wie ich. Ja, wir haben gleichzeitig hochgeladen. Ja, wir laden immer rein. Aber es ist halt, ja, zurzeit läuft halt nichts. Das Einzige, was ich halt gestartet habe in meinem letzten Kanal, war jetzt Dirt of Servos. Ja, ich hab's durchgespielt. Ja, ich werde es vielleicht irgendwann mal komplett hochladen. Oder bis meine gesamten Sachen, die ich noch aufgenommen habe, werden noch hochgeladen. Außer Dungeon and Dragons Dagger Dale. Das Projekt ist eingestampft. Nein, das ist tot, weil der Server K.O. ist. Weil man es nicht spielen kann, weil GameSpy geschlossen alles hat. Ja, deswegen ist es ja eingestampft. Da kann nichts mehr passieren. Da geht's halt nicht weiter, Leute, leider. Ich werde halt trotzdem... Bevor sie den ersten Part überhaupt gesehen haben, also... Ja. Was ich sehr lustig finde halt, Leute, ist halt, generell Sneak Peeken kann ich halt euch wirklich... ich habe glaube ich, mehr als 500 verschiedene Spiele. Wenn nicht mehr. Da kommt dann eine gute Nummer rum und... Das Problem ist halt, ich kann euch relativ bei, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal JRPGs oder sowas, wird schwer eine Stunde, weil dann hast du die ganzen Sequenzen. Wahrscheinlich werde ich Sequenzen halt ein bisschen zusammenschneiden. Ja. So nach dem Motto, The Dirge of Cerberus, the movie oder sowas. Nein, ich will nicht so. Nein, natürlich nicht, aber es kommt dem schon recht nah. Alle Sequenzen sind so zusammen und die... Es kommt dem einfach recht nah, weil du... Naja, machst halt so. Ich mag es halt ein bisschen. Erinnerst du dich an den Bomber? Mhm. Der Wichser hat dafür gesorgt, dass dieses "Ich wurde gelöscht!" überhaupt zustande kam. Das war jetzt etwas laut und etwas spontan. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Problem, ich habe bei dem Spiel kein Problem gehabt, weil ich das seit Kind auf gespielt habe. Für mich war das Spiel leicht. Bis auf Shademan. Shademan nervt einfach in jedem Teil. Egal wie. Ja, Shademan ist ein Arschloch. Er heilt sich! Er ist ein Vampir. Was halt nicht das große Problem ist, aber das ihre Problem ist halt zurzeit, dass die Leute eher Vampire als Glitzer-Glitzer-Vampire eher stehen und als Romantiker und. Ja, wie cool Vampire. Ich muss den Sound eben kurz leiser stellen. Der ist doch noch etwas laut, wenn man kämpft. Also du meinst den Spielsound? Ja. Nicht leise Schrauben, oder? Wenn ich dich leiser stelle, dann ist das nur, weil du ziemlich laut bist. Aber das bist du nicht. Du bist eigentlich relativ normal. Moment, wie bitte? Ich bin normal. Nein. Was ich auch vielleicht auf dem Kanal mache, sind sowas wie Final Fantasy 14. Also Sachen, die ich wirklich aktiver spiele.
mal vorzustellen oder sowas, wie Final Fantasy 14 oder Spiele, mit denen ich halt Leute zusammenspiele, sagen wir, wenn ich Langeweile habe, vielleicht Archblade, vielleicht etwas, oder Minecraft, oder wenn man es Spaß macht, lade ich es hoch. Aber ich glaube, das ist es halt, warum man sich mit YouTube beschäftigt. Es muss Spaß machen, also besser, warum man aufnimmt. Es muss Spaß machen. Wenn es euch keinen Spaß macht, lasst es lieber. Weil dann geht sehr viel Herz und Liebe verloren dagegen. Und ja, es ist halt nichts. Bei mir ist halt bei Let's Playen, ja, es macht mir Spaß, aber es ist halt... Ja, es ist keine Dauerbeschäftigung mehr. Es ist keine Dauerbeschäftigung für mich in dem Sinne mehr, weil wenn ich jetzt nur sage, okay gut, wenn ich die drei Spiele spielen muss, sollte ich aufnehmen. Und meine Let's Playliste war halt sehr lange, wenn ich mich jetzt mal umdrehe, das sind halt mindestens 35 Spiele, die hinter mir sind und auf die ich mehr Lust hätte als das, was ich jetzt gerade Let's Playe. Und für mich war ist das einzige Ziel, was ich mir jetzt noch gesetzt habe, ist wahrscheinlich die Spiele, die ich jetzt angefangen habe, entweder zu blockieren, zu freezen. Wirklich, dass er nichts beginnt, nehmen wir Devil May Cry 1. Ja, ich weiß jetzt, wie man die Typen besiegt, aber nein, ich habe keinen Bock, es aufzunehmen, weil der Part danach ist noch schlimmer. Weil ich hänge jetzt gerade bei diesen Eisviechern und ich habe da etwas fast halb gerage-quittet und ja, no comment dafür mal. Ich weiß, dass man es jetzt mit Ifrit macht, also die Feuerwaffe benutzt gegen die Typen, aber sonst ist es halt so, bla. Ja, ey, es klingelt. Dein Telefon, Lan! Das ist eine Lüge! Ja, du darfst vorlesen, wenn du kannst. Ja. Wie ich sehe, bist du in der Oranzone. Es ist, sind noch 6 Nebula-Agenten übrig. Verstecken sich in der Oranzone 1, 2 und 3. Letzte Chance vorbei. Finde alle 6, lösche sie aus und melde dich dann bei mir. Viel Glück. Krack. Ja, suchen wir die übrigen Nebula-Agenten, Mega Man. In Ordnung. Okay, hier platschen also 6 Navis rum, die ich erledigen soll. Das klingt nach Spaß. Das Spaß. Ejo. Was ich halt gemerkt habe, offscreen habe ich halt ein bisschen weitergespielt gehabt und dann ist der Spielstand weg gewesen. Dann haben wir mal die Mission aufgegeben, haben einen zusätzlichen Stand gemacht mit dem Spiel und ja, die waren relativ einfach, meines Erachtens. Also ich spiele das Spiel halt ein bisschen anders als du, ich benutze halt andere Karten auch. Die waren wirklich einfach. Wirklich. Was ist das denn bitte? Das rechts ist dein Inventar. Erzeugt ein heiliges Feld vorne. Das ist, das, wenn du eine gewisse Waffen benutzt, sind die Waffen dann stärker. Oder es heilt dich. Bin mal gerade unter. Also der Holy Field. Ja, es könnte alles sein. Genauso wie der Wassersamen. Der macht eine Wasser-Area vor dir. Mondklinge ist... Ja, das ist einmal rundherum. Das ist halt nie schlecht. Ja, es ist... Der Buchstabe ist ja ungünstig. Man sollte ein Deck ja immer aus sehr wenig Buchstaben machen. Wobei, das sind ja die Karten, die ich gekriegt habe aus dem Roulette. Beben. Ja, das ist so eine Bombe. Nach 3 Sekunden geht die hoch. Die ist wirklich gut halt. Ja, und so lange bleibt sie halt da stehen. Ist halt Tee. Ja, und das andere ist... Die Arme ist da. Ja, das sind recht normale Sachen eigentlich. Hier, das hier kann man super benutzen, wenn man den Pulsar benutzt. Man packt ihn einfach irgendwo hin, die Gegner positionieren sich drumherum, man macht einen Pulsar drauf und alle Gegner in Reichweite sind tot. So nach dem Motto, da kriegen zumindest den Schaden ab. Sehr praktisch, aber es steht im Weg. Was ich halt immer reinhauen würde, sind Mini-Bomben auf Stern, weil Mini-Bomben sind halt immer gut. Ja, und vor allen Dingen Stern-Items kann man gut reinpacken. Ja, Sterne hast halt das Problem an Sternen ist, dass sie wirklich manchmal unnötig sind, halt schwächer sind. Meines Erachtens. Gut, das Langschwert hebe ich mir auf. Langschwert musst du aufhalten. Ich kann mich noch erinnern, dass ich noch einen... Doch, Posum, du Sackgesicht! Ich kann mich noch erinnern, dass... Da stand der Wichser da und hat mein Eroberungs-Battleship abgehalten.
Jetzt habe ich ein blaues Hund vor der Nase, das ich nie betreten kann. Ja, und das Ding ist eh so gut wie tot. Das Ding kann nicht. Das ich weiß, halt ich weiß. Aber hätte ich den Programmsprung dann doch noch hingekriegt, dann hätte ich direkt alles platt machen können. Ja, ja. Standardspeicher um 1 Megabyte erhöht. Yay. Das ist immer gut. Find's cool, dass sie sowas versteckt haben in den Areas. Das ist halt wirklich, wo ich wirklich sage, okay, es ist ein RPG, wo du wirklich Sachen finden solltest. Wenn du es nicht findest, bist du etwas mal. Arsch. Das ist nicht schwer. Ja, 1 von 6 in der unteren Etage. Hm. Mal gucken, was der hier da hat. Ich bin der Netthändler. Ich habe zwar 13.000, aber ich habe keine Interesse daran. Die Hälfte davon daran, obwohl. Mehr Leben. Ja. Mehr Leben. Du weißt, wie schnell du stirbst in dem Spiel. Ja. Statu. Das klingt natürlich witzig. Ist nur die Frage, wie lange bleibt das Ding auf dem Feld. Das Problem ist halt, das ist D. Ein O, eine Null ist das. Eine Null? Ich sehe das nicht zusammen. Oder ein O. Na, TP-Speicher kann ich immer gebrauchen. Ja, du bist sicher. 16.000. Wird jetzt natürlich teuer, aber... So viel wie es geht von den Dingern kaufen. Mine. Ne, Mine hatte ich auch noch nie. Brauchst du halt nicht. Es gibt wirklich Items, die du brauchst und die du halt wirklich nicht brauchst in dem Spiel. Oh shit. Ach, das überlebst. Mit links. Ich hasse es, auf diese Dinger zu zielen. Ich bin aber auch aus der Übung des Spiels. Ich habe das so lange in Gang gemacht. Sind wir alle. Ja. So dämlich bin ich nicht mehr. Baiten und dann angreifen. Der Typ da unten wird lustig. Ja, den kann ich nicht mit dem Breitschwert angreifen und auch nicht mit dem Schild. Ah, doch, kannst du. Nein, kann ich nicht. Der schlägt durch. Oh, das geht so! Rotom erlöst die Sache, perfekt, gut, wir haben es geklärt. Oh, ich habe Tornado L gekriegt. Rotom, do your thing.